Und damit herzlich willkommen am Sonntagabend zu etwas ungewohnter Uhrzeit zu Hardcore Colonization hier auf Twitch. Und ja, mich hat die Woche etwas unerwartet die Männergrippe fast dahingerafft. Ah, ich habe eine ganz, ganz fiese Erkältung gehabt. Wahrscheinlich hört man es auch noch ein bisschen in der Stimme. Ich werde deshalb wahrscheinlich heute auch nur so um die 2 Stunden machen. Ich hoffe mal, dass die Stimme so lange mitspielt. Ja, aber besser so als gar nicht. Und sorry, dass der Donnerstag ausgefallen ist, aber das hätte echt keinen Sinn gemacht. Ich habe den ganzen Tag flach im Bett gelegen, den Freitag noch hinterher und so seit Samstag langsam auf dem Weg der Erholung, aber langsam wird's besser. Deshalb genug der Klage. Jetzt erstmal ein Hallo an den Navis, an den Mimir, an Senf. Soße an, Wester zockt an, Aiden Pierce an, Dejin an, den Big Boss an, Neo Kerman, den Thorsten aus Mainz und den KHZ und natürlich alle, die sonst auch schon da sind, um die Frage direkt zu beantworten. Was gibt's heute zu trinken? Ein Tee. Ich habe mich heute mal für einen Tee entschieden, aus offensichtlichen Gründen. Deshalb erstmal Prost an alle und ich hoffe, dass dieses geschmeidige Heißgetränk dafür sorgen wird, dass das für die 2 Stunden durchhält. Was haben wir heute vor? Wir haben heute das vor, was wir eigentlich letztes Mal vorhatten, nämlich diese blöde Mars-Mission endlich auf dem, oder Duna-Mission in dem Falle, auf den Weg zu bringen. Da sind wir das letzte Mal ein klitzeklein wenig hängen geblieben an der Moonbase Bravo. Da werden wir jetzt gleich mal einen kurzen Blick hinwerfen. Ja, und dann haben wir, glaube ich, noch. Jetzt lasst mich mal gucken. Ich glaube, die Raumstation um den Moon rum herum braucht nochmal Nachschub und dann sind wir bereit zum Startfenster Richtung Duna. Also, wir haben einmal die Moonbase Bravo, die hat jetzt Supplies für 101 Tage. Da können wir gleich mal gucken. Theoretisch sollte das jetzt so sein, das läuft ja jetzt alles, dass die sich Essen produzieren. Da müssen wir mal in, weiß ich nicht, 50, 60 Tagen vorbeigucken, dann müsste es eigentlich mehr geworden sein. Aber wir gucken gleich nochmal nach, ob das so läuft. Dann müssen wir einmal. Die Moon Space Station, die hat noch 103 Tage Essen. Oh, und 129 Tage Hab. Das könnte knapp werden. Wann ist das Startfenster? In 125 Tagen. Knapp. Sehr, sehr, sehr knapp. Die müssen wir irgendwann auch abholen kommen, die Jungs. Ja, müssen wir uns mal was überlegen. Eins nach dem anderen. Wir fangen aber erstmal an und gucken bei der Moonbase Bravo vorbei. Und hoffentlich wird heute kein Schrott eingesammelt, um Himmels Willen. Also eigentlich steht ja jetzt mal alles und ich würde es gern stehen lassen. Jetzt, wo es funktioniert. Wir müssen halt nur mal gucken. Ja, wie gesagt, die Moonbase im Weltall quasi, also die Moon Space Station. Die braucht, glaube ich, bald mal eine Crew-Rotation. Da können wir mal gucken, ob es einen Auftrag für gibt. In ein paar Tagen haben wir nämlich wieder Slots frei. Und dann können wir da arbeiten. So, hier rotieren noch so ein paar Bauteile in der Gegend rum, aber das ist nichts Wildes weiter. So, das läuft hier nämlich eigentlich alles ganz gut. Und irgendwo sind Supplies. Und guck mal, bei den Supplies steht eine kleine Anzahl an. Also hier ist es nicht klar erkennbar und ich werde jetzt auch keinen Zeitraffer reinhauen. Das letzte Mal sind fürchterliche Dinge passiert mit dem Zeitraffer. Aber die Supplies haben Minus davor stehen. Minus heißt eigentlich, dass Ressourcen gewonnen werden. Das heißt, es wird ganz wenig Fertilizer produziert. Ich kann leider momentan den zweiten Produktionsslot nicht einstellen. Aber was ich mal noch machen kann, bevor das hier fürchterlich warm wird, ich kann mal das Panel hier ausfahren, damit wir die Abwärme loswerden, die so nach und nach in dem Gerät auftauchen wird. Also das Ding ist auf voller Load und produziert Fertilizer und wir haben 2400 Einheiten Gypsum drin. Also das wird sich hoffentlich alles einpendeln. Und wie gesagt, in ein paar Tagen kommen wir einfach mal vorbei und gucken mal. Momentan stehen wir bei 101 Tagen Supplies. Und 4 Jahre, also eine sehr erfolgreiche Basis bisher. Wenn das so klappt, ist das ein gutes Grundkonzept, um wirklich jahrelang irgendwo leben zu können. Wir müssen jetzt nur noch gucken, ob sich die Lebensmittelproduktion so einpendelt. Gut, so viel erstmal dazu. Jetzt springen wir mal kurz ins Space Center und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir die anderen Verträge fertig bekommen. Da müssen wir theoretisch ein paar Tage spulen. Und hallo auch an diejenigen, die noch nachgerückt sind. Der Mickey, der Zerum, ich glaube, Anoke war vorhin auch noch nicht da. Der Klims ist noch dazu gekommen.
Heitan Hansu, bin ich mir auch nicht sicher. Der TJ, ja, und last but not least der Bishop. Hervorragend. Leckerer, warmer Tee. So, wir haben ja nämlich noch unter den Aktiven dieses Magnetic Field Environment um Minmus und den High Resolution Scan und Scan for Better Base. Das geht langsam vorwärts und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu diesem Scanner mit dem Magnetic Field und beobachten den beim Auslaufen. Der müsste nämlich fertig sein und sobald der, also der müsste bald fertig sein, so rum. Jetzt muss ich nochmal gucken, welcher das war. Ich glaube, wir hatten den Minmus-Länder dafür missbraucht, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, TJ, habe ich die Frage ja beantwortet. Es gibt Tee. Zugunsten meiner Stimme gibt es heute Tee. Weil wenn ich da jetzt noch ein Whisky draufkippe, werde ich wahrscheinlich aufgrund der Wechselwirkung mit dem Paracetamol wahrscheinlich eh vom Tisch kippen. Und kurz danach auch nicht mehr reden können, wobei beides dann nicht so gut wäre. So. Genau, das Ding hier hat das nämlich alles und wir müssen noch den Proper Orbit for 12 more days halten. Und ich würde sagen, das zeitraffern wir uns jetzt einfach mal zurecht, weil in 12 more days passiert nicht besonders viel. Und dann haben wir schon mal einen Auftrag erledigt und können dann auch mal gucken, wie weit wir sind. Achso, das ist jetzt natürlich nicht so ideal, ne? Auf der Höhe. Hui. So werden wir ziemlich lange für die Tage brauchen. Okay, das wird so, glaube ich, nichts, auch mit 6-Stunden-Tagen. Okay, ich gehe mal ins Space Center und wir zeitraffern das da durch. Also, wir müssen 12 Tage machen. Die sollten aber relativ schnell vorbeigehen. Und dann können wir auch mal gucken in 12 Tagen, wie weit der Minmus-Scan fortgeschritten ist. Also, wir sind jetzt bei Year 1, Day 101 und wir müssen jetzt auf Day 113 quasi vorraffern. Dann sollte das erledigt sein. So, und hier geht das ein bisschen flinker. 2, 3, 4, ja, ein bisschen mehr geht dann noch. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10, 11, 12. So, und jetzt, na komm, ein bisschen noch. Ja, irgendwie holt er mich gerade aus dem Zeitraffer raus. Irgendwas ist gleich. Was ist? Ach so, ich habe da einen Alarm für angelegt. Ha! Mann! Ich bin ja quasi vorbereitet. Okay, also es sollte jetzt jeden Moment soweit sein. So, wir probieren mal Jump to Ship. Mal gucken, was passiert. Na? Na? Das letzte Mal bin ich im Schwarzen gelandet. Ich hoffe, das ist diesmal nicht wieder der Fall. Das Geräusch stimmt schon mal und da ist auch unser Raumschiff. So, und wir haben noch zero more days. Also es ist der letzte Tag. Jetzt schauen wir mal. Es müsste jeden Moment umspringen auf erledigt. Na komm. Komm. Er will noch nicht. Wahrscheinlich muss der Tag erst zu Ende sein. Das ist, denke ich mal, der letzte Tag, der jetzt läuft. Ah, bei 6 Stunden springt er um auf den nächsten Tag. Bin gespannt. Jawohl. So, damit haben wir den Auftrag erfolgreich erledigt. Das gab auch wieder ein bisschen Geld und vor allen Dingen einiges an Wissenschaftspunkten. So, und jetzt können wir mal gucken, das war nämlich der eigentliche Plan hinter dieser Übung, ob es einen Auftrag gibt für eine Crew-Rotation auf der Moon Space Station. Dann muss ich nicht umsonst hinfliegen, also umsonst ist sowieso nicht, aber dann muss ich nicht für lau hinfliegen, sondern ich könnte dabei noch ein bisschen Kohle verdienen, weil es gibt ja ab und zu mal dieses Rotate Crew on bla bla bla. So, und wir können mal gucken, High Resolution Scan. Warum will er mich das gerade nicht sehen lassen? Die
Zeigt er mir keine Fortschrittsanzeige an? Okay, aber jetzt gucken wir erstmal. Rotate the crew of Moon Space Station. Hervorragend. Das ist doch genau das, was wir wollten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 scheinen da zu wohnen. Okay, die wollen wir rotaten, definitiv. So, weil wir müssen es so oder so machen. Und dann kriegen wir dafür nämlich noch 180.000, wenn wir es tun. Und müssen die eigentlich nur noch abholen. Was spricht da schon groß dagegen? So, jetzt müssen wir aber mal gucken, wie weit der blöde Scan von Minmus ist. Irgendwie zeigt er jetzt gar nichts an. Jetzt springen wir mal kurz zur Raumsonde hin, also zu unserem ScanSat. Ob der uns eine genauere Anzeige geben kann. Denn eigentlich haben wir genau dafür ja unsere Minmus-Scan-Probe im Einsatz, die uns diese Scan-Ergebnisse liefern soll, aber irgendwie zeigt sie gerade keinen prozentualen Fortschritt an. Ich würde mal vermuten, dass die mittlerweile so bei 30% angekommen sein könnte. Das wird ein bisschen dauern, weil der Scan-Winkel, mit dem wir unterwegs sind, ist extrem klein von dem High-Resolution-Scanner. Aber es muss ja irgendeinen Wert haben. Prozent immerhin schon. Oh, schön. Okay, es geht also wirklich voran. Das ist doch schon mal okay. Wo ist denn Minmus eigentlich? Hallo? Ach, da ist Minmus. Wir sind gerade oben drüber. Wir können mal gucken, wie weit wir mittlerweile sind. ScanSat. So, ach, guck mal. Hübsch. Noch nicht zusammenhängend, aber immerhin hübsch. Auf der großen Karte sieht es dann folgendermaßen aus. Rüdel, rüdel, rüdel. Das ist der falsche Celestial Body. Das sieht nämlich verdächtig nach dem Mond aus. So, guckt mal. So sieht es nämlich langsam schon aus. Schön ist halt auch anders, muss ich der Fairness halber dazu sagen. Aber ja, auf jeden Fall kriegen wir so Höhendaten rein. Und mit der Zeit wird sich dieses Bild ja auch vervollständigen. Wir sind jetzt gerade hier auf diesem Lückenfüller unterwegs. Also wir kommen von hier, glaube ich. Wo ist denn unsere Sonde? Da. Welche Richtung bewegen wir uns? Ja, wir kommen hier runter gerade, ne? Ja. Okay. Gut, also es wird langsam. Es wird langsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber 47% heißt, dass wir nochmal so ungefähr 20 Tage oder sowas brauchen werden, bis diese beiden Verträge sich auch erledigt haben. So, jetzt bauen wir uns aber mal eine Rakete. Also, was liegt heute an? Also, was wir jetzt machen, ganz einfach und ohne großes Getue. Wir fliegen jetzt einmal zur Moon Space Station und holen dort die Besatzung ab und bringen die erstmal nach Hause. Die Moon Space Station lassen wir dann kurzzeitig unbemannt. Da können wir dann später wieder Personal hinschicken. Also wir werden jetzt als erstes diesen Auftrag hier erledigen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerbals nach Hause holen. Danach, warum ich das vorbereite, ist eigentlich, weil wir gerne die Sonde nach Duna starten wollen für das Explore Duna Ding hier, um damit mal anzufangen. Und dafür müssen wir aber das Zeitfenster abwarten und das ist in 113 Tagen. Leider geht uns eben auf der Moon Space Station vorher das Essen aus und kurz danach, also irgendwie 4 Tage danach, geht uns auch die Habitation aus. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir jetzt hier rauskommen. Jetzt gucke ich mal einmal, ob ich da ein Raumschiff geparkt habe, was ausreicht, um die selber zurückzuholen. Das wäre natürlich der einfachste Part. Dann musst du da nicht auch die Send Crew to Moon Station erfüllen? Warte mal. Muss ich neue Leute hinschicken? Das ist ein durchaus valider Einwand. Aha. Ah ja, ich muss eine neue Crew hinschicken. Stimmt. Gut, dann muss ich wohl über eine Rakete bauen. Aber ich gucke trotzdem mal, was da für eine Rakete dranhängt. Moon Space Station. So. Denn ich glaube, ich hatte da eine Rakete zurückgelassen. Und damit kann ich eventuell ein paar der Kerbals autark nach Hause schicken. Das würde Sitzplätze sparen natürlich in der Rakete, die ich jetzt hinschicken muss. Das würde es doch um einiges einfacher machen. So, jetzt können wir anders landen. Ah, hervorragend. Okay, also das sieht aus wie eine Kapsel mit. Ah, habe ich da ein Heatshield dran? Ja, ne?
Heatshield ist auch dran, also es sieht gar nicht so schlecht aus. Da wäre theoretisch genug Platz für 1, 2, 3. Wie viele Sitze hat das Ding hier? Das hatte zwei, glaube ich, ne? Ich glaube, da kann man 5 Leute mit transportieren. Treibstoff ist auch noch ein bisschen was drin. Was ist hier drin? Zack. Zack. Okay. Also damit könnten wir Personal rausbringen. So, jetzt was schreibt ihr Schönes? Guck auf der Basis nach, was du dort reparieren musst und nimm noch Material mit. Auf dieser Basis oder auf der Bodenbasis? Was meinst du jetzt? Und Material zum Aufrüsten reparieren wäre vielleicht sinnvoll. Genau, also was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte hierhin ist... Warum habt ihr eigentlich so wenig Essen? Ihr habt doch Essen produziert die ganze Zeit. Faszinierend. Warum produzieren die kein Essen? Patrick ist Kolonist und Dustin ist Biologe. Das müsste doch eigentlich hinhauen. Scientist? Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass die gar kein Essen produzieren. Oder zu langsam. Doch, 100% Load. Scheint nur nicht zu reichen. Ist einfach. Na gut, sind auch 6 Leute, ne? Sind halt 6, ist wahrscheinlich Dings. Okay, für die Bodenbasis, ja. Also für die hier oben werde ich auf jeden Fall ein bisschen Supplies mitnehmen müssen. Oder die neue Dreier-Crew sollte sich eigentlich auch durch die Agroponics ganz gut versorgen können. Was wir mitnehmen könnten für die Bodenstation wäre so ein Dings, so ein Warehouse-Teil, mit dem wir endlich mal alles versorgen können. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir das jetzt schon machen. Fang mal an, eine Rakete zu bauen. Wir müssen ja auf jeden Fall eine Rakete bauen, mit der wir 3 Leute hinbekommen. Mit der können dann auch 3 Leute zurückfliegen, potenziell. Und ein bisschen Essen mitnehmen. So weit, so schlecht. Also das wäre so der Grundplan. Wir können natürlich die Rettungsrakete auch einfach da lassen und bauen eine Rakete, in die 6 Kerbals reinpassen. Ich weiß gar nicht, ich hatte doch mal so ein großes Teil gebaut, mit dem ich hier Leute von der Raumstation abgeholt habe. Erinnert ihr euch, diese überaus erfolgreiche Touristenmission? Not. Tourist 1, Tourist 2. Space Camp Capsule. Lasst mich mal gucken. Das müsste dieses abgefahrene Ding gewesen sein. Okay, da waren aber nur Dreier-Sitzplätze. Alles klar. Das war tatsächlich sehr, sehr basismäßig. Okay, das hilft uns nicht wirklich. Was haben wir noch Schönes? Tuna, Kerbin Space Station. Ressourcenscanner. Moon Return Craft könnte es sein. Damit habe ich auch definitiv Leute zurückgeholt. Da war Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das würde genau hinhauen. Und wir könnten 3 Leute mitnehmen, die die neue Besatzung werden. Jetzt muss ich dann nur mal gucken, wer hier eigentlich, ui, so viele Leute, wer hier eigentlich mondaffin ist. Wen haben wir denn da? Also wir brauchen auf jeden Fall einen Piloten, der rüberfliegt. Wir brauchen einen Engineer und wir brauchen einen Scientist, aller Voraussicht nach. Da müssen wir mal gucken. Oh, wer sind denn die? Woher kommen die? Haben wir die gerettet? Hayel, Lidin? Kommen mir überhaupt nicht bekannt vor. Sagen euch die Namen was? Haben wir doch welche bekommen von der Touristennummer? Nee, ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob die in meiner Liste auftauchen. Aber was haltet ihr davon, wenn wir das Raumschiff nehmen? Hayel und Lidin gibt es nicht. Die muss ich noch umbenennen. Die sind dann wahrscheinlich von unserem Space Camp doch entstanden. Verrückt. Ich dachte, es ist voll in die Hose gegangen, aber scheinbar haben wir zumindest die Kerbals bekommen. Naja, haben ist besser als brauchen.
Ja, die müssen aus der Touristenmission sein, oder? Weiß ich nicht, wo die sonst herkommen. Egal. Wahrscheinlich aus dieser Space Camp Nummer oder sowas. So, also hier hätten wir zumindest mal ein Ding, das könnte man ein bisschen runtersizen, weil es muss gar nicht landen. Hat natürlich kein Docking, ist aber auch nicht so besonders schlimm. Ja, doch, Docking wäre blöd. Okay, wir bauen uns was auf Basis von dieser Kapsel, oder? Was denkt ihr? Ah, guter Punkt, nochmal gucken, was für Docking-Ports an der Station sind. Gucken wir das doch noch schnell nach und dann fangen wir an zu bauen. So, also einmal noch kurz zur Station rüber huschen. So, weil dann haben wir mit der großen Kapsel, können wir 6 Leute zurückholen. Das passt. Und Kaugar, oder? Habe ich das richtig gelesen? Kugar, BRB. Vielen Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, genau, mit der Kapsel können wir 3 Leute hinbringen ohne Probleme. Wir können 6 Leute zurückholen ohne Probleme. Wir wissen, dass die Kapsel funktioniert beim Wiedereintritt. Das heißt, wir fahren auch kein Risiko für die Besatzung der Moon Space Station. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch eine gute Stelle, an der wir sie andocken können. Und dann ist das Thema eigentlich auch schon durch. Wie ich mein Glück kenne, sind einfach alle Dockingports belegt. Aber da hinten hätten wir noch diese Treibstoffspeicher-Dings. Dann können wir die abdocken, nachdem wir das umgepumpt haben. So, und dann können wir mal gucken, ob wir in der Unterstufe noch irgendwie einen Versorgungstrip für die Mondstation mitnehmen können und dieses Specialized Parts Zeug. Ja, also ich weiß schon, worauf. Oh, guck mal hier. Da sind wir ja. Construction Ports bis zum geht nicht mehr. Also ich habe hier einen ganzen Docking Node dran. Also es sind Construction Ports und davon relativ viele. Sehr schön. Das passt. Also, wenn ich irgendwas habe, dann sind das offensichtlich Docking-Ports. So, ich lade gerade mal kurz hier das Fuel um, dass wir das auf jeden Fall schon mal in der Emergency-Kapsel haben für Emergencies. So, was war eigentlich hier mit Science? Okay, es ist nicht besonders grandios, aber es ist auch besser als nix, ne? Das kann man auch mal übertragen. So, also, wir haben Construction Ports, die nehmen wir als Grundlage für unser Docking. Dann. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Da müssen wir was mit einem Probe Core oder sowas dazwischen bauen. Dann können wir das an der Mondbasis absetzen. Das sollte funktionieren. Okay, also, Science ist raus. Da müssten wir auch bald wieder mal von der Menge her irgendwas Sinnvolles mit anfangen können. Wie viel haben wir mittlerweile? Laden, laden, laden. Oh, 165 bringt uns, glaube ich, noch nicht so viel. Ja, doch, hier gibt es ein bisschen was. Wäre natürlich die größeren Propellanten. Ein bisschen Orbital Maneuvering Engines, aber. Ja, was wird da kommen? Ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viel im Tech Tree auftauchen wird. Ich glaube, ich spare noch ein bisschen, um dann in der 300er Kategorie wildern zu können. Da sind nämlich ein paar schöne Sachen mit dabei. Neue Experimente, neue Probe Cores. Ah, hier unten sieht es noch nicht so gut aus. Da sind wir bei 550, aber dafür machen wir ja die Duna-Mission. Da können wir ordentlich Science einsacken, wenn das alles funktioniert. Also bauen wir uns mal ein Evakuierungsraumschiff oder. Besser gesagt, ein Zubringerraumschiff mit der Kapazität, Leute zurückzubringen. Und für die Crew Rotation steht es euch natürlich frei, wenn ihr in dieser Liste hier drin steht. Wartet mal, ich mache mal die Liste gleich auf. Also das ist das Heavy Command Module, ne? Mit den 6 Sitzen. Genau, wenn ihr euch hier drin selber seht gerade, also der Luis, der Pit, der Marius, der Neo, der Lucky, der Zambier, der Ladingu, der Theo, der Mercury. Yannekai, Magnus, gut, Hayel und Ledin müssen wir streichen, da muss ich noch 2 vernünftige Namen draus machen. Und ihr möchtet gerne mal für eine Zeit lang, ich sag mal so 3, 4 Monate, auf der Moon Space Station leben und dort agrikulturelle Erfahrungen sammeln im Weltraum. Dann ist das heute eure Chance, in diesem Flieger hier mitzureisen und euch einen Namen zu machen als Raumfahrer. So. Gut.
Theoretisch kann man den nicht scalen. Schade eigentlich. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ist alles ein bisschen klein, ne? Kann man auch nicht scalen. Doch, man konnte die doch irgendwie size-mäßig umstellen. Next Size. Aha. Okay. Hübsch ist natürlich auch ein bisschen anders. Aber geht ja nicht um hübsch, geht ja um funktioniert. So, jetzt müssen wir nur gucken. Funktioniert das denn? Körben, bla bla bla. Okay, also das scheint zu funktionieren, dass wir damit runterkommen, ohne zu sterben. Jetzt müssen wir nur noch mal die Deployment Timer so. Main Shoot, so, wir möchten gerne ein Pre-Deploy auf 8000 Meter machen und ein Full Deploy auf 2500. Da habe ich ein bisschen schmerzhaft dazugelernt, dass man nicht zu risikoreich gehen sollte. So, das ist der Main Shoot und das ist der andere Main Shoot, den sollten wir dann natürlich genauso einstellen, also auch auf 8000 und 2500. Apply Settings sieht gut aus, also damit kommen wir sauber durch. Mindestens ein Engineer muss mit. Warum muss mindestens ein Engineer mit? Jenkins, erklär es mir bitte. Du hast bestimmt gute Gründe. Ich kann dir nur gar nicht folgen, warum es ein Engineer sein muss. So. Jetzt irgendwas Lustiges zum. Ist der Vertrag? Echt, im Vertrag steht mit, dass ein Engineer mit dabei sein muss. Das ist gut. Hätte ich wieder nicht drauf geachtet. Oh ja. Have at least one Engineer on board. Check. Also, ein Ingenieur muss mit. Hast du. Du weißt gar nicht, wo du gerade bist. Immer noch auf der Kerbin-Basis. Das kann natürlich sein. So, und Bruno, lad einfach mal den Stream neu, dann müsstest du die Qualität ändern können. Das wird immer mit der Zeit freigeschaltet. Wenn du ganz am Anfang da bist, dann ist die Auswahl der Streamqualität noch nicht möglich. Und einfach nochmal den Stream zumachen, nochmal neu aufmachen, dann solltest du mittlerweile, wir haben fast 50 Zuschauer, da müsste mittlerweile das Qualitätseinstellen verfügbar sein. Ja, natürlich ist da jetzt schon einer bei, aber die hole ich ja weg, TJ. So. So, jetzt aber. Das ist nett, dass du mich davor bewahrst, Jingsan. So, und wir machen uns jetzt einen. Nee, unter Construction sind die irgendwo. Einen Construction Port ran. Guck mal, das ist nicht besonders schön, aber dann haben wir einen schönen Rüssel, mit dem wir andocken können. Und können uns auch hier. So, jetzt wartet mal. Heat Shield, Heat Shield, Heat Shield, Heat Shield müsste ich mittlerweile auch in einer relativ passenden Größe haben. Reicht das schon? Ja. Sehr schön, das passt auch. Sehr gut. So. Dann noch einen Decoupler dazwischen. Ja. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Den müssen wir mal ein bisschen größer skalieren. Ach, das war ja das Problem mit diesem Teil. Das war ja riesig, ne? Na gut. Wir mögen ja riesig. So, aber es braucht wahrscheinlich nur ein relativ kleines Triebwerk. Da haben wir nämlich 2500 Delta V. Das hier wird unser Manöverteil, mit dem wir arbeiten. So. Und hier sind die lustigen Manöverdüsen. Schön vors Fenster, muss ja. Aber vielleicht machen wir ein bisschen mittiger. Ach, da kann man Manöverdüsen hinbauen, das ist ja witzig. Okay, das ist ja umso cooler. Dann machen wir das doch genauso. Zack. So, Manöverdüsen. Die wollen wir aber nicht haben, um damit zu steuern, sondern nur um unsere Manöver damit zu machen. Habe ich keine 375er Decoupler? Nope. Habe ich noch nicht. Habe ich tatsächlich noch nicht. Bin ich einfach noch nicht weit genug im Tech-Tree für. So, der ist ja ein bisschen ausschweifender. Gut, dann Solare im Sinne von Strom.
Da reichen uns aber wahrscheinlich zwei Stück. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Könnt ihr natürlich auch hier hin klatschen, ne?